Pumpkin Game. Alt F4. Ja, na dann stürzen wir uns rein in den Spaß. Ja, wir begrüßen schon der schöne Titelbildschirm. Haben wir den Weltrekord. Brauchen wir uns gar nicht sonst zu motivieren. Okay, in 3 Minuten kann man das schaffen. Kann man wahrscheinlich nicht, aber das ist der Weltrekord. Mal sehen, wie lange wir dafür brauchen. Wahrscheinlich länger. Ist oft schön. Das Audio ist grundsätzlich nicht verkehrt, das mal leise zu stellen. Musik ist auch. Nicht grundverkehrt. So, und dann die Grafik wird schon so stimmen. Und Texturen episch, Schatten episch. Okay. Bluteffekt ein, ja. Let's go. Starten wir ein neues Spiel. Auf geht's. Ein Ritter. Und das Ei eines Drachen. Wie es ausschaut. Er flieht. Worauf habe ich mich da nur eingelassen? Wir werden es wohl noch sehen. Okay, wird Musik gespielt von einem Goblin, von einem wachsenden Mann und einem Kind. Okay. Wir können mehreres kaputt rennen. Ja, Zeitrekorde werde ich hier natürlich nicht aufstellen. Okay, wir können Hühner werfen. Interessant. The First Night. Es wird sich schnell ändern. Und zwar jetzt. Ja. Flattern mit den Flügeln. Okay, jetzt erstmal müssen wir die Steuerung kapieren. Leertaste WASD. Okay. Aber wie flattern wir denn? Ich brauche vorher erstmal ein Tutorial. Okay. Die Speicherballons. Ach so, so flattert man mit den Flügeln. Alles klar. Ich spiele das Spiel gerade zum ersten Mal. Entschuldigt, wenn ich hier noch ein bisschen gleich am Anfang bei der leichtesten Übung draufgehe. Okay, woran sind wir jetzt gestorben? Alles klar. Okay. Verstehe, wohin das geht. Worauf das hinausläuft, das Spiel hier. Es sieht ja schon ganz andere Hindernisse. Da werden wir hier noch Ewigkeiten für brauchen. Okay, wenn ich jetzt hier schon dran scheitere. Ja, mein Sechster. Okay, ich versuch mal. Oh nein.
Oh nein. Okay, kann man stehen. Aber da komme ich nie wieder hoch. Okay, alles klar. Weiter geht's. Bis zum ersten Checkpoint ist es wahrscheinlich noch ewig weit. Ich hoffe, die Soundeinstellungen sind halbwegs in Ordnung, die Musik ist nicht zu laut. Das war ja ein Versuch wert. Oh, wir leben noch. Ah, da komme ich doch nie wieder hoch. Wir sollten vielleicht kleine Schritte zum Anfang gehen. Bevor wir jetzt versuchen, schon alles zu skippen. Okay. Geh runter, Ritter. Oha, das war ein Fehler. Ich wollte darüber. Ich wollte eine Abkürzung nehmen. Ja, die Zahl dort oben wird noch. Die Zahl wird noch dreistellig und vierstellig. Glaub mir das mal. Wir können, glaube ich, nicht besonders weit fliegen mit dem Hühnchen. Aber wir können es werfen. Na, wozu auch immer. Okay, irgendwie kommt. Ich gehe mal lieber den langen Weg. Bevor ich da über die Sachen drüber. Oh nein! Schön auch auf dem Weg bleiben. Spiel das seit 5 Minuten. Ich hab hier schon 10. Ich hab ja schon den 10. Ritter, 9. Ritter verloren. Oh Mann. Ach, da liegen sie alle rum. Die von mir getötet wurden. Unten im Wasser liegen ein paar Wasserleichen. Okay, da sind wir nicht dran gestorben. Okay, ich bin immerhin schon weiter als hier zuvor. Jetzt müssen wir irgendwie dahin durchkommen. Wir sollen das was werden. Verdammt! Das kann ja spaßig werden. Soweit so klar. Ja, oder auch nicht. Das heißt, irgendwo in dieser Welt gäbe es ein goldenes Huhn. Wahrscheinlich am Ende irgendwo. Wenn man das jemals erreicht. Wir gehen hier mal einen langen Weg. Bevor wir hier wieder irgendwo runterfallen. Ganz ruhig hier. VD spielt Among Us. Sehr schön. Nein, nein, nein. Das war klar. Ich sollte da nicht versuchen lang zu gehen. Ich sollte das nicht machen.
das mit dem, wie weit wir fliegen können, das haben wir auch schon ausprobiert. Mit der 15. Uha. Da ich doch jetzt schon, da oben stehen zwar erst 8 Minuten 20, aber da ich doch schon, also mein Stream zeigt mir gerade 25 Minuten an, habe ich ja schon 25 Minuten Stream ausgehalten. Das ist ja sehr schön, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man keinen Spaß hat. Ja. Ich dachte, ich probiere es heute mal aus. Bin ja immer. Oha. Bin ja immer auch für Neues zu haben. Das ist ja. Und kann man ja mal ausprobieren. Ich würde sagen, schnell durch. Wir dürfen bloß in der Mitte nicht zerquetscht werden. Der Rest ist doch machbar, oder? Aufstehen und... Oder auch nicht. Aha. Ja, munter hier weiter. Auch wenn wir hier noch am Anfang festhängen. Ich werde den Stream dann wahrscheinlich als Ganzes hochladen auf YouTube. Ja, es ist. Da Parts draus zu schneiden, das macht ja keinen Sinn. Hallo YouTube. Was bringt das mir, das Geflügel zu schießen? Kann ich damit irgendwie die Hindernisse zerstören oder so? Da liegen schon einige von meinen. Das muss das doch bringen, dass wir die Kuhn dort anhalten können oder so. Und der Marsch hier mit der Rund. Die Marschmusik. Fröhliche Marschmusik. Während hier wir ständig verrecken. Da sieht man auch, dass wir wirklich jedes Mal einen neuen Ritter kriegen. Wenn der eine ist wirklich tot. Ist halt gleich nie wieder noch im Weg. Und wie sollen wir das schaffen? Ich würde versuchen, da mal rüber zu schweben oder so. Au. Ist da irgendwie ein Weg, das zu umgehen oder so? Nicht wirklich. Joa. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Spiel je weiterkommen werde. Jetzt zu der Stelle. Dann wird es auf jeden Fall ein spannender Stream. Ich weiß nicht, ob es bei mir besonders viel Rages geben wird. Das ist bin ich so jemand, der raged. Das ist vielleicht irgendwann schon. Ich habe hier noch kein Safe-Band gesehen. Das ist dann schon, wenn ich da hinten bin und dann noch mal von vorne anfangen muss. Ach du Schande. Wenn sich viel zu schnell, da komme ich niemals rüber.
Sag ich doch. Muss wahrscheinlich, während der da drüben ist, irgendwie mal versuchen, da drüber zu kommen. Aha. Die Tipps bringen mich ja jetzt auch wirklich nicht weiter. Tipps sind jetzt auch irgendwie nicht hilfreich. Versuch's mal jetzt. Theoretisch hätte das was werden können. Oh. Hallo Bruder. Der schläft schon, ein Kollege. Die Musik macht einfach nur Musik. Okay, da könnte man theoretisch auch, wenn man lang genug springen kann, könnte man da eventuell. Tja. In den Baumstamm könnte man eventuell irgendwie, aber. Ich wüsste nicht wozu. Nächstens die ersten paar Hindernisse kriegen wir schon. Aber selbst wenn ich es darauf schaffe, dann wirft er mich doch auf der anderen Seite runter, oder? Außerdem schaffe ich das nie. So, mal versuchen, weiter durch die Kugeln zu kommen. Ich weiß ja nicht. Nein! Verdammt. Die ewig langen Fallsequenzen, die sind natürlich auch dann. Sind auch herrlich. Jo. Wie kommen wir an den verdammten Bällen vorbei? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, Baum hochklettern. Aber da schwenken sie ja auch lang. Das ist ja. Können wir da irgendwie ein Muster erkennen oder so? Wenn wir uns rein in die Rinne ducken, dann ist ja auch, ist ja auch nicht wirklich das Wahre. Die halten ja nicht an. Uff, nein, nein, nein. Drüber zu hüpfen ist auch irgendwie nicht die Möglichkeit, oder? Um mit den Händen darüber zu hüpfen. Was zum Geier bringt uns die Henne? Der Hennenweitwurf. Einfach nur ein lustiges Gimmick, oder? Was bringt er uns? Können wir mit der Hände noch höher fliegen oder so? Das könnte ich mir noch vorstellen. Spielstörung. Wird mir nicht erklärt, aber ist auch nicht wirklich nötig. Können wir uns auf die
Totenhühner, die wir schmeißen, drauf schwingen und die benutzen. Und dann kriegen wir irgendwann mal Gegner oder so, die war damit. Ich blute etwas. Ja, bis hierhin ist das noch nicht so schlimm. Ich würde mal versuchen, oben rüber zu hüpfen. Das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Dann werden wir mit Karo wieder zurückgeschmettert. Ich hole zwei Jodiver. Okay, eine Augenschaft haben wir erreicht. Wahrscheinlich keine gute. Ja, der 29. Das kann später noch ziemlich frustrierend sein, das Game, würde ich mal behaupten. Ja, jetzt schon frustrierend an den Dingern. Hab keine Ahnung, wie ich da durchkomme. Und jetzt der hinten und die auseinander jetzt. Ich glaube, das wäre die beste Variante. Wenn die auseinander sind, da so rechts lang. Ja, ich hab's geschafft. Das ist der Wahnsinn. Da ist ein Safe. Verschwindet. Haben wir den Safe verspielt oder was? Oha. Den Safe hätten abwerfen können mit der Henne oder was? Ist ja frustrierend. Kein Safe Point für Zweigi. Na, sehr toll. Das finde ich ja sehr gut. Oh nein. Nicht. Verdammt. Gab natürlich kein Safe Point, oder? Natürlich nicht. Vielleicht kriegen wir es trotzdem jetzt mal irgendwie hin. Dadurch. Da liegen die als Leichen. 31. Selbstmordstaste. Nehmen wir Selbstmordstaste. G. Ja. Genau das. Wenigstens haben wir fröhliche Musik. Wenn wir irgendwo runterfallen, können wir einfach Selbstmord machen und dann. Es gibt diese Todessequenz nicht. Dann fallen wir halt nicht noch stundenlang. Das ist vielleicht eine Möglichkeit. Oha, jetzt zum Beispiel. Na komm, hops. So viele Leichen hier im Weg. Na komm, aufstehen und weiter. Ein bisschen bluten. So, hier ran vorbei. Und zwar jetzt. Oder auch nicht. Müssen wir den Dreh mal raus haben.
First Person. Bestimmt viel besser. Ist mal was anderes. Okay, der Nachbar baut wieder was an der Wand. Okay. Und jetzt. Huha, sehr schön. Safe Point. Hühnchen, Hühnchen. Verdammt. Man muss schnell durchkommen. Und den Safe Point kriege. Das ist ja hier kein Hindernis. Einfach hier durch, während zwischen Runden unten waren. Und sich jetzt hier von nicht aufhalten lassen. Ist zu hart aufgefallen. Oha, nein, verdammt. Ich bin darauf reingefallen. Ist doch nicht wahr. Brauchen wir einen Safe Point. Kann ich damit irgendwas treffen? Ein Hühnchen muss dann einen Safe Point treffen. Aber zu schnell da durch die Guillotine zu laufen, ist auch eine blöde Idee. Die Jacken da kommen. Setz hier! Verdammt. Das war schon der richtige Weg rechts dran vorbei. Ach je. Irgendwo ist ein goldenes Huhn. Wenn das hier so weitergeht, dann wird mir irgendwann langweilig. Ich muss ja aufhören, was anderes spielen oder. Ja, und dann bringen es dich ab. Das ist. Das war ein Fehler. Dann müssen wir ein bisschen gucken. An den verdammten Kugeln vorbeikommen. Die Taktik habe ich ja irgendwie schon raus. Muss nur umgesetzt werden. Schon 25 Minuten aktives Gameplay. Was ich fast nicht glaube. Der Stream zieht eine längere Zeit an. Ist schon länger. Vielleicht werden Dev-Screens nicht mit eingezählt. So könnte ich es mir vorzählen. Vorstellen. Deutsche Sprache. Vorzählen. Wie kam das denn jetzt hier? So, und jetzt würde ich sagen, oder? Ja, nein. Na komm, jetzt durch. Verdammt, ich hatte eine Chance. Immer konnte ich noch aufstehen. Wurde nur leicht getroffen. Da holt jetzt schon das Safe Point ab. Ja, das ist sehr schlecht. Jo. Den
noch, also bis hier an diese Stelle ist ja noch nicht so großartig das Problem. Ja, die Bälle, die sind ein bisschen tricky. Muss man ein bisschen gucken, wie man das macht. Ich war der Meinung, wenn die auseinander sind, so hier. Aber irgendwie, irgendwas trifft mich da, irgendwas. Ich weiß auch nicht. Save Point! Ihr wirft das Huhn! Okay, das war wohl nix. Verdammt. Können wir warten, bis ein neuer Save Point kommt? Wir haben ja vorhin schon einen wegfliegen sehen. Ich hätte hier gerne einen Save Point. Das wäre mir ganz nett. Und sonst so. Ich glaube, das führt hier nichts mit dem Save Point. So. Und jetzt hier mal hier nicht irritieren lassen. Okay, wie kommen wir jetzt hier problemlos rüber? So nicht. Und was zum Henker? Müssen wir in die Mitte und dann... Das Rätsel habe ich auch noch nicht geschnallt. Man sieht ja nicht, wohin die Bretter auslösen. Wahrscheinlich in alle Richtungen. So wie man das kennt. Ich kenne das nicht, aber so wie man das kennt. Nein, komm, aufstehen, aufstehen weiter. Verdammt. Einige Versuche. 45 Versuche haben wir hier schon gemacht. Mal schauen, wie lange ich das noch aushalte. Mein Stream sagt gerade 48:11. Also plus Begrüßung plus Dead Screens plus Startkarte. Also haut schon ungefähr so hin. 30 Minuten Spielzeit. Was haben wir denn? Was habe ich denn so, was ich noch, was noch spielen könnte? Wenn mir das hier zu blöd wird. Müsste ich mal wieder nach kostenlosen Games gucken auf Steam. Wo ist denn der jetzt hingelaufen? Ich habe gar nicht gedrückt. Das ist doch blöd. Ist selbstständig abgehauen. Ein goldenes Huhn hier irgendwo. Hier drin. Okay, kommt man nicht rein. Der Checkpoint dort hinten ist ja auch ärgerlich. Dass man den abwerfen muss. Ich würde gerade sagen, hier nicht abrutschen. Da wird der Weg von einigen gepflastert. Aber wie? Was ist hier die Patentlösung? Irgendwie habe ich es doch schon zwei, dreimal durchgeschafft, aber... Hätte ich
Taste hier. Können wir zum Modus wechseln. So geht es vielleicht auch ein bisschen besser. Ich weiß nicht, wie uns das dort hinten helfen soll. Wir können uns runterducken. Runterducken und schleichen geht nicht, oder? Mit dem Mond zielen oder so? Nee, irgendwie nicht. Ja, so viel dazu. Ja, alte viel kann mir zum Ergebnis führen, ja. Das glaube ich. Und wenn du alte F4 drückst hier im Spiel, dann wirst du gleich zum nächsten Checkpoint teleportiert. Ich muss jetzt den Ballon abschießen und mich dann auf das Schild stellen. So der Text gerade. Bei den Speicherpunkten. Save Points. Der 50. Leute schon gestorben hier. Das ist ja hier ein richtiges. Eine richtige Schlacht. Ein richtiger Genozid, der stattfindet. So viele Ritter, die hier drauf gehen. Wie hat er mich getroffen? Wie? Man sieht ihn ja nicht gut. Das ist. Ich werde von der Luft getroffen. Bloße Existenz, dass ich dort in dieser Stelle stehe. Der Ball ist ja noch nicht mal in der Nähe. Das ist ja. Das ist ja wirklich schlimm. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das das Fehlen mit den Flügeln, das geht irgendwie anders. Hat vielleicht irgendwas noch nicht rausgefunden. In der Mechanik des Spiels. Oha. Mit der Steuerung können wir uns vor katapultieren. So können wir vielleicht durch die Bälle durch. Das ist eine Idee. Hier kommen wir so nicht sonderlich weiter, aber dort hinten bei den Wellen vielleicht. Vielleicht kommt man so auch über Abgründe drüber. Ja, so nicht. Da können wir vielleicht hier ein bisschen was auslassen.
bisschen skippen. Solche Abstände wie den Baum hier. Hier können wir eh rüberspringen. Aber hier zum Beispiel. Das könnten wir mal versuchen. Verdammt. Da haben wir die Taste nicht gedrückt. Okay, das war Selbstmord. Story-Modus wird in offiziellen Release. das ist ja übrigens Pre-Release. Das ist ja hier. Oh nein. Gibt's später nur einen Story-Mode. Taste, was zum Henker. Wollt ihr das hier ein bisschen üben? Ja, das bringt uns weiter. Die Entwickler waren ja sehr böse. Einfach mal den Spieler ein bisschen quälen wollen. Die Idee ist jetzt, dass wir hier die Steuerungstaste benutzen. Sehr gute Idee. Und da kommen wir damit nicht durch. Würde ich sagen. Und dann kommen wir damit auch durch. Ja, wir sind doch schon drüben. Auch eine gute Idee. Verdammt. Schild ist zu schnell weg. Jetzt wissen wir aber, wie wir uns den Weg verkürzen können. Da blutet es schon ein bisschen aus dem Schuh. Können wir uns vielleicht darüber? Lieber nicht. Hey, lass dich nicht irritieren. Okay. Hier sind wir bestimmt sicher. Nein, 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 verdammt. Eine Britz dort. Ja, speichern ist jetzt schwierig hier. Jetzt hier. Da war der Trick einfach durch. Na so. Die Idee ist gut. Die Umsetzung. In der Umsetzung mangelt es noch. Irgendwas mit Speicherzeichen in der Welt. Ja, die Speicherzeichen können mich mal. Und wie zum Henker bin ich hier wieder gestorben. Das Game, das ist flattern mit den Flügeln. Naja. Schmerzhaft. Kriegen wir die 100 heute noch voll? Das wäre hier noch ein erklärtes Ziel. Na, darüber kommen wir so mit dem Sprung auch nicht. Das sollten wir sein lassen.
Na, hier vielleicht. Die Maus brauchen wir doch da gerade nicht. Na komm, aufstehen und weiter. Warum geht er nicht weiter? Der stand doch wieder. Mensch. Mensch, Ritter. Ja, meine Skills hier eher jämmerlich. Bisher. Ein bisschen was haben wir ja hier schon irgendwie geschafft. Irgendwie. Frag mich nicht wie. Irgendwas. Ziehen müssen wir können. Das Safe-Ding zu bekommen. Ich laufe nur über sich drehende Reblätter. Ja, ja, der wird in offiziellen Release-Version hinzugefügt. Wie lange das noch dauert, ist hier die andere Frage. Bis der Story-Modus kommt. Das ist immer ein Versuch wert. Na, so weit schaffen wir es bestimmt nicht. Giovanni Mau. Nee, das ist zu weit. Was passiert denn eigentlich, wenn wir hier eine Option? Bluteffekt aus. Okay, dann fragt er einfach ohne Blut. Gigrigagagag. Sehr schöner Tipp. Ich mag dann doch ein bisschen Blut. Na dann, ja, weiter geht's. Wir haben unsere 100. Tode noch nicht voll. Du kannst mehrere, es ist auch ein Hund hier. Du kannst mehrere Speicherzeichen in der Welt haben. Dazu musst du es erstmal hinkriegen, eins zu erreichen. Danke für den Tipp. 69, oha. 69. Hätte viel können wir gleich mal versuchen, was das bringt. Wahrscheinlich das Typische, was Alter 4 halt so bringt. Können wir am Ende nochmal versuchen. Wäre ja ein Wunder, wenn es was anderes bringen würde. Schon mal gleich aus dem Weg räumen. In der Tat und Reiniger. Das war ja grandios. Genau in die Kugel reingelaufen. Die meisten Tiere in der Alter 4 werden nicht schlecht zum Ergebnis führen. Oder was stand dort? Goldene Huhn, ja, das
Haben wir schon mitgeregt. Auch mal wieder aus der Perspektive. Und was ist passiert? Ich habe es nicht gesehen. Okay. Genau, rennen. Ich glaube, wir müssen das ein bisschen timen. Und dann können wir von dort aus vielleicht irgendwo hinspringen. Ja, wir könnten theoretisch von dort aus einmal über die Schlucht springen. Theoretisch. Praktisch sieht das ein bisschen anders aus. In 3 Minuten und irgendwas hat das jemand geschafft. Respekt. Fetten Respekt. Hat das bestimmt nicht das erste Mal gespielt. Und da bestimmt schon Übungen drin. So, im zweiten oder dritten Run. Kannst du mir nicht erzählen, dass du das First Try in 3 Minuten schaffst. Erstes Mal rein ins Spiel und dann sofort. Es ist doch, es ist der Wahnsinn. Ich würde sagen, wir spielen noch bis zu 100 Toten, das kann noch ein bisschen dauern. Lass uns mal gut sein. Dann schaue ich mal nach, ob ich noch was anderes finde, was wir spielen können. Was wir auf die Schnelle mal im Stream machen können. Irgendwas weiterspielen oder neu anfangen. Komm, als ob. Ich werde mal versuchen, darüber zu springen. Da haben wir den Grund des Brunnen gesehen. Jetzt nur einfaches Springen, was ich hier mache. Ich glaube, das ist zu weit. Deutlich zu weit. Und was soll es? Bis da unten hin kämen wir. Aber was bringt es uns, wenn wir da unten sind? Eventuell befüllt uns die Steinplatte nach oben, aber ich glaube ja nicht dran. Tode. Es ist immer schön wegzufliegen. Sehe ich aber anders. Oh nein. Da sind wir auch nur 100 Male gestorben.
Komm. Ja, daran sind wir auch erst 20 Mal gestorben. Das ist. Dann war auch mal wieder Zeit. Ja, komm. Den Anfang kriege ich ja mittlerweile schon halbwegs hin. Was die Bälle hier sind immer noch mein Kryptonit. Na komm, na komm, aufstehen, aufstehen, aufstehen und weiter. Den Savepoint, den treffe ich auch nie im Leben. Das wird auch nichts mehr. So. Ja, sehr schön. Okay, ich glaube, der beste Weg ist es einfach, mit dem Sprung drüber zu machen. Und dann nochmal den Sprung darüber. Genau so. Und jetzt noch einen Sprung dort, wo meine Leiche liegt. Jetzt von dem nicht erwischen lassen. Wohin haut er mich? Das kann natürlich alles sein. Okay, hier rüber. Okay, weiter als hier zuvor. Okay, was machen wir denn, wenn wir darüber sind? Bleibt das irgendwann mal stehen oder? Ach, hier wären wir hingekommen, wenn wir das mal, wenn wir den Abzug genommen hätten. Ohne Safe Point hier rüber, das ist ja. Jetzt soll ich da unten durch. Okay. Es wird doch nichts. Oh, doch, es wird was. Ach du Schreck. Nein. Und wieder von hier aus. Sehr schön. Wir sind weit gekommen. Und wieder von vorn. Checkpoints sind wirklich mies hier im Spiel. Bis hierhin ist ja noch entspannt. Das ist alles. Chillig. Ja, mit den Bällen komme ich hier wirklich nicht klar. Das ist irgendwie. Das ist mein Kryptonit. Jetzt mehrere Speicherzeichen in der Welt haben. Man müsste erstmal kriegen. Müssen wir erstmal den Hahnenwurf beherrschen. Joa. Ist ja großartig. Spiel ist ja deprimierend. Sagt mir mal 55. Es kommt ja ungefähr hin, 55 Minuten, ja. Plus,
plus Intro, stimmt. Das kommt hin für die Spielzeit. Ich wollte gerade schon sagen, das zeigt mir nicht die richtige Zeit an. Es ist schön wegzufliegen, ja, halt den Rand. Nein, dann nur 80. Ja, Rage. Rage kürzer gab es bei mir noch nicht. Ich wüsste nicht wieso ich hier ragen sollte. Ich bin da ganz gechillt. Und das war die Selbstmordtaste. Das war keine Selbstmordtaste. Vielleicht kommen wir jetzt drei Schläge. Ich habe gesagt, bei 100 höre ich auf. Der Tipp ist der beste. Gaga, kikiriki. Danke an die, die bis jetzt noch nicht abgeschaltet haben. Das ist jetzt hier gleich in der Stunde von dem Gameplay hier gegönnt haben. Das ist ja der Hammer. Wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid auf YouTube. Wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, wenn ihr das jetzt, also durchskippen zählt nicht, wenn das hier durchgeskippt, wenn das ist, wenn das komplett geguckt habt, wenn das von Anfang bis Ende euch die ganze Stunde angetan habt und mehr, Stunde plus, dann schreibt mal Kokosnuss in die Kommentare, wegen Ritter von der Kokosnuss und so. Na toll, da schaffe ich es auch nicht mehr durch. Jo, 5 Versuche noch, würde ich sagen. Da haben wir das ja auch zu Genüge gespielt. Vielleicht komme ich noch ein bisschen weiter hinter. Ich glaube nicht, dass ich so da das mit dem Sprung dort drüber komme. Wir können es hier nochmal versuchen. Ja, war wohl nix. Einen Versuch werden wir nochmal dran vergeuden. Ja, bis da hinten zur Wand, zur großen Mauer und so schaffen wir es nicht. Vielleicht irgendwann. Vielleicht spiele ich das irgendwann mal noch normal. Naja, eigentlich nicht so gern. Wenn wir auf Twitch die... wie heißt das hier?
50 Follower muss man dafür kriegen. Und durchschnittlich 3 Zuschauer und so. Wenn wir das Goal hinkriegen, dann mache ich das normal. Spiele ich das normal im Stream. Ist doch Motivation hier für euch normal. Mache ich dann nochmal einen Stream. Bei 50 Follower noch auf Twitch. Spiele ich das nochmal ein Stündchen mit euch. Ah, dann haben wir auch die Stundenmarke geknackt. Sehr schön. Hurra. Na komm, vielleicht kommen wir zum Ende nochmal ein bisschen weiter durch. Ich weiß nicht. Das würde ich mich nicht trauen, so einmal quer durch. Jetzt aufpassen. Und jetzt würde ich sagen. Na komm. Na komm. Verdammt, was da auch liegen bleibt hier. Da fliegt das Safe-Schild. Na, von hier aus will man das ja nicht kriegen. Was war denn das denn jetzt? Was war das für ein Tod? Ja, die Selbstmordstaste. Haben wir schon einige Male benutzt. Na komm. Versuchen wir es nochmal. Der nächste gut. Oh, bin durchgekommen. Und Save Point. Natürlich nicht. Es wäre ein Triumph gewesen. Mit dem Save Point. Jetzt hier den beherzten Sprung. Und hier nochmal. Und aufstehen und weiter. Du kriegst mich nicht. Sehr schön, zum Schluss nochmal ein bisschen weiterkommen. Und das ist unsere beste Chance. Hier unten durch. Auf der Liga. Wir sollten mal Schluss machen. Das war klar. Ist ein guter Punkt, das zu beenden. Sind wir zum Schluss noch ein bisschen weitergekommen. Ja. Hit und save. Ja. Das wird wohl nix. So. Credits haben wir keine. Zum Glück nicht. Ach, hier ist die Steuerung oder was? Tastenbelegung. Das kommt ja recht früh. Radgold-Taste, um Strohpuppe zu mimen. Drücke die Radgold-Taste, um in den Radgold-Modus zu wechseln. Du wirst dich zwar nicht bewegen können, lädst aber auch keinen Schaden. Aber was bringt das? Ja, rutschen, das haben wir schon gemacht. Das haben wir kapiert. Ja, wie auch immer.
Daumen nach oben, so dass euch irgendwie gefallen haben. Lasst einen Daumen nach oben da. Ja, lasst einen Daumen nach oben, wenn ihr auf YouTube da seid. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid, jetzt auf YouTube. Lasst ein Follow auf Twitch da. Könnt ihr gleich mal vorbeischauen gehen. twitch.tv/zwergenfürstlp. Zwergenfürstlp. Da haben wir nochmal den Weltrekord. Das ist der Wahnsinn. Illrein 87, 3 Minuten 49. Das ist ja der Wahnsinn. Der blanke Wahnsinn. Habt ihr noch einen tollen Tag auf YouTube? Und ja, haut rein. Bis dann, ciao.